Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch mal wieder recht herzlich zurück hier zum Bierbrau-Simulator. Wir sind gerade dabei, unseren Brautopf mit 21 Liter Wasser zu füllen. Und ich sag mal so, du kannst halt wirklich sehr schlecht Bier brauen, wenn du dich einfach mit dem Produkt selber nicht auskennst. Wenn du das Produkt nicht lebst, das Produkt nicht fühlst, das Produkt einfach nicht verköstigst. Und deswegen würde ich sagen, ist halt für ein Bierchen, oder? Oh ja, wunderbar. Prost, meine Lieben. So, ich beschleunige mal wieder die Zeit. Ja, das soll passen. Ups. So, ja, ist gut. Geh aus. 21, irgendwas. Da wir das eh gleich erhitzen, ist eigentlich scheißegal, ne? So. Das müssen wir jetzt auf 84 Grad wieder erhitzen. Zack. Wir könnten bald mal anfangen, zwei Dinger parallel zu machen, oder? Eigentlich schon. So, ein bisschen noch. 84 Grad. Aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. So, dann haben wir gemacht. Jetzt müssen wir davon 10 Liter in den Maisbehälter kippen. 10 Liter. Gut, und Deckel zu und Deckel hier zu. So, jetzt müssen wir eine Stunde warten. Das ist dann um 12 Uhr. Also Zeit drehen. 12 Uhr. Wir müssen die Temperatur möglichst halten. Ich warte mal, bis er auf 60 runtergeht und kippe dann gegebenenfalls noch ein bisschen was nach. Gegebenenfalls. So, warte, Tee. Ein bisschen noch. Eben öffnen. Nehmen. Und ganz ein bisschen noch. So ein Liter nochmal. Das soll reichen. So, Deckel drauf. Und weiter geht's. Zeit verstreichen lassen bis um 12. Stopp. So. Jetzt, wenn wir das gemacht haben, 11 Liter heißes Wasser im Braubehälter hinzufügen. Oh, die können sogar noch reinpassen, oder? Nein, passen sie nicht. Geht nicht. Also 11 Liter Wasser geht nicht, aber das, was hier noch drin ist im Braubehälter, geht. Also fülle ich das einfach da rein, um die Maische abzuschließen. Hauptsache, das läuft nicht über. Ja, passt. Deckel drauf. So. So, dann können wir hier das Ding ausmachen. Jetzt, Würze vom Maisbottich in den Braubehälter umfüllen. Ich glaube, wir brauchen einfach einen größeren Maisbottich. Ich sag's euch, wie es ist. Jetzt holen wir uns den Braubehälter. Der ist, also dieser Gärbehälter ist damit wahrscheinlich hoffentlich gemeint. So. Nee, warte, ich bin bescheuert. Das muss jetzt erstmal hier rein. Fülle in. Leer machen. Oh, das könnte echt ein bisschen schneller gehen. Und umfüllen. Los, kipp. Die paar Liter da, ey. So, habe ich diese Pumpe eigentlich gekauft? Ich habe die Pumpe nicht gekauft. Wie viel Geld habe ich noch? Reicht das für eine Pumpe? Ich guck mal, ob ich mir diese Beschleunigungspumpe leisten kann. Ich hab Bock drauf, ne? Machen wir den Katalog auf. Katalog. Pumpe. Ja, komm, gib her. Alleine wegen der geilen Pumpe habe ich da Bock drauf. So, die kleine Mikropumpe. Damit können wir nämlich jetzt schön pumpen. Dann nehmen wir jetzt hier sowohl die Pumpe als auch den Schlauch. Pumpe wird... Nee. Achso, da muss ich einen Schlauch von hier daran anschließen. Und dann brauchen wir einen Schlauch von hier daran. Dann müssen wir hier öffnen. Und dann, wie starte ich jetzt die Pumpe? Okay, warte, ich mach mal erstmal den direkten Access, okay? Ich pack die erstmal wieder weg. Das müssen wir nochmal rausfinden, wie das funktioniert.
So, dann den Schlauch entfernen. Das Ding hier rauf auf 100 Grad erhitzen. So, danach. Dann kommt Hopfen hinzu, 50 Minuten, und zwar den Emerald Pacific. Emerald Pacific. Hier. Emerald Pacific, wo mag der sein? Pacific Emerald. Ich denke, damit ist der Pacific Emerald hoffentlich gemeint, ja? Wie viel Gramm? Pacific, ja, heißt ja auch so. Pacific Emerald 10 Gramm. Ich bin einfach ein bisschen doof, ne? Ohne Spaß. Pacific Emerald 10 Gramm. So, ich sollte nach der Arbeit nicht halt noch visuell arbeiten. Das ist einfach die Sache. So, wir erhitzen auf 100 Grad. Bring den Apparat zum Sieden. Ja, da ist gleich soweit. Wunderbar. Wunderbest. Jawohl, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, guck mal hier, 100 Grad. Zack. Dann kommt der Emerald Pacific rein. Für 50 Minuten. Das wäre dann 16.33 Uhr. Wir müssen aber noch Hopfen gleich hinzufügen. Und zwar Halcyon 1, 45 Grad. Was habe ich gesagt? 16.33 Uhr. Halcyon 1, 45 Grad. Halcyon 1. Nicht Grad. 45 Gramm, Mann. 45 Grad, ey. Los mit dem Fuchs. So, warten wir aber erstmal ab. Das Ding muss jetzt erstmal noch 50 Minuten da rumeiern. Bis 16.33 Uhr. Bisschen noch. Oh, stopp. Danach. Das Ding rein. 10 Minuten, das ist dann 43. Wir müssen Pfefferkörner hinzufügen. 12 Gramm. Also. So. Jetzt 12 Gramm Pfefferkörner. Deckel auf. Schütte in. Okay. Und fertig. So. Dann den Hopfen da rausnehmen. Boings, boings. Und die Würze auf 20 Grad abkühlen. Nehmen wir den hier und holen uns das Kühlgerät. Hier. Irgendwie hat das mit dem Kaufen vorhin nicht funktioniert. Jetzt habe ich kein Kühlgerät gekauft. Das kann nicht angehen. Ich bin verwirrt. Irgendwas habe ich vorhin falsch gemacht oder... Keine Ahnung. Also, hä? Egal. Kühlgerät. Kann ich mir das noch leisten? Ja, 20. Zack. Dankeschön. Alles ablegen. Das. Irgendwas ist da schief gelaufen, aber egal. Passt die Sache. Wahrscheinlich habe ich die Sachen in den Warenkorb gepackt oder so. Tauchspirale herausnehmen. Rein da. Zulauf, Ablauf. Das Gefühl, da fehlt noch was. Kann das sein, dass wir noch ein Kühlgerät oder sowas brauchen? Das muss doch noch irgendwo angeschlossen werden. Gehen wir nochmal gucken, wa? Irgendwas, ich habe das Gefühl, da fehlt noch irgendwie was. So, mal gucken wir nochmal in den Katalog rein. Katalog. Mikropumpe. Das ist ein Gasbrenner, aber wird in den Brautopf gestellt, um die heiße Würze zu kühlen. Verwende Schläuche, um den Zulauf mit dem Wasserhahn und Spül zu verbinden, um den Ablauf in die Spüle zu leiten. Ah. Okay, jetzt wissen wir jetzt Bescheid. Dann lernen wir wahrscheinlich so auch noch, wie das mit der Pumpe funktioniert. Also, das muss dann hier hingestellt werden. Dann brauchen wir Schläuche.
Herausnehmen, herausnehmen. Mit Zulauf verbinden, steht doch da sogar. Und anmachen. So, dann wollen wir jetzt mal die Würze auf 20 Grad herunterkühlen. Das müsste jetzt dann ja schneller gehen als sonst. Dadurch, dass da Wasser durchläuft, was man auch sehen kann. Sehr cool. Ja, hoppala. So, nachdem wir das gemacht haben, wird das Ganze in den Gärbehälter umgefüllt. Ihr kennt das Spiel. Herausnehmen. Oh, der steht hier schon irgendwo rum. Da, genau. Den hatte ich schon mal rausgeholt, war Shits and Giggles halt, ne? Leite die Schüttung ein. Wunderbar. Sehr schön. So. Die stellen wir da hin. Dann Hefe zum Gärbehälter hinzufügen. Und zwar brauchen wir einmal Wilder Ale 75 Gramm und Sixtus Ale 75 Gramm. Wilder Ale. Sixtus Ale. Wilder Ale. Und Sixtus Ale. Es gibt nicht noch mehr. Ja, habe ich nur den einen. Upala, einen hätte gereicht. Okay. 75 Gramm. Fülle in. Das ist das erste Mal, dass wir Hefe nicht ganz reingeben, sondern wirklich aufpassen müssen, dass wir nur die Hälfte reinschütten. Okay. Und hiervon auch 75 Gramm. Bisschen weniger, aber macht nichts. Zack, zack, zack. Okay. Dann Deckel drauf. Und jetzt wird das Ganze 15 Tage lang gegärt. Auf geht's. Rups, 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 rups. Ich hätte ja das zweite Rezept auch machen können nebenbei, ne? Aber an sich, es bringt eigentlich kaum was, wenn man es parallel macht. Wenn man ehrlich ist. Also wirklich schneller dadurch wird es auch nicht. Wir sparen uns zweimal das doppelte Zeit vergehen lassen, aber das war es eigentlich auch schon. So, 350 Gramm Dextrose. Rein damit. Hülle in. 350 Gramm, das ist eine ordentliche Menge. So, ja. Oh, ist ein bisschen zu viel geworden, aber macht aber nichts. So, und jetzt können wir das Ganze in den Konditionierungsbehälter umfüllen. Dafür hebe ich das nochmal hoch, drehe das Ganze einmal. Stell das schön an den Rand, dann holen wir den Konditionierungsbehälter. So, den stellen wir hier hin, machen den Deckel auf. Und jetzt probieren wir das nochmal mit der Pumpe. So, Mikropumpe. Eine preiswerte, einfache Pumpe, die das Umfüllen des Bieres von einem Behälter in einen anderen beschleunigt. Fluss ist umkehrbar. Herausnehmen. Und dann zweimal Schlauch. Okay, ich stelle diese Pumpe. Stelle ich jetzt hier hin. So. Mit Ablauf verbinden. Ablauf fahren, Zulauf fahren. Mit dem Zulauf verbinden. Pumpt das Ding jetzt? Oh ja, es wird gepumpt. Okay. Es passiert aber nichts. Hä? Pumpe einschalten nach E. Oh, das ergibt Sinn. Gut, man muss halt einfach nur raffen, was man tut, ne? Danke, Pumpe, hat mir Spaß gemacht mit dir. Schlauch weg. Räum das immer gleich weg, dann wird es auch gleich sauber gemacht, weißt du, das ist der Vorteil. Jo. So, dann kommt hier ein Deckel drauf. Können das hier hinstellen. Das kann auch wieder weg. Dann wird es auch gleich gereinigt.
Und wir warten erneut 21 entspannte Tage. So, mal gucken, ob da ein gutes Bier bei rumkommt, wa? Dürfen gespannt sein. So. Nun ist es Zeit für die Bierverkostung. Wie sieht es mit der Menge aus? Wir sind bei genau 17 Liter. Das heißt, das reicht exakt. Exakt. Ich habe ja ein bisschen zu wenig auch aus dem Wasser da reingekippt. Deswegen sehr schön. Oh, es ist zu klein. Es fehlt ein... Ich dachte, also... Dann sind es wahrscheinlich keine 17 Liter, sondern 16,99 oder so ein Scheiß. Okay, kein Problem. Dann müssen wir mal wieder. Das hilft ja nichts. Dann nehmen wir den... Da können wir auch den Maisbottich nehmen. Herausnehmen. Und den Top. Herausnehmen. So. Aufmachen. 500 Milliliter. Mehr brauchen wir da nicht. Auch nicht mal. Das soll reichen. Öffnen. Einfüllen. So. Deckel aufschrauben. Schlauch rausholen. Hier anschließen. Und da anschließen. Und öffnen. Jetzt wird es hoffentlich reichen. So. Schließen, Schlauch entfernen, Deckel schließen, mitnehmen das Ding. So, probieren wir das Glück nochmal, wa? Boop, boop. Bitte einmal verkosten, na siehste. Es sieht aus wie ein Bier, da ist sogar richtig viel Schaumkrone am Start, ich bin voller Hoffnung. Es ist sehr hell, es hat einen 6,1er SRM-Wert. Hat ordentlich Alkohol, ne, das ist die Karbonisierung. Mal sehen, wie viel Alkohol da gleich drin ist. Es ist extrem trüb leider. Sehr malzig. Frisch und sauber. Alter, nice. Malzig süß. Frucht und Gewürze. Hopfig bitter. Das scheint ein gutes Bier zu sein. Das scheint, glaube ich, ein gutes Bier zu werden, Leute. 11,11% Alkoholgehalt. Holy shit. Meine Herren, Alter, was? Körper sehr schwer. Ja. So, haben wir denn erreicht, was wir haben wollten? Belgisches Golden Strong Ale, ja. Ich glaube, 5 durften wir nur haben, ne? SRM. Und ich habe leider, glaube ich, 6. Ich bin ein bisschen drüber. Schade. Schade. Also, wir nennen das Ding... Das ist der... Der güldene Fuchs. Das darf so bleiben. Flasche... Durch den langen Hals. Glas. Bleiben wir beim Krug. Ich finde den Krug einfach toll. Bestätigen. Etikett. Was nehmen wir denn für den güldenen? Ist das ein Hase? Ne, nehmen wir den hier. Das passt. Der goldene Fuchs. So, senden wir das mal weg. Ist nicht ganz optimal geworden, aber wir kommen nah ran, würde ich sagen. Mal gucken, wie viel sollten wir denn haben? Doch, SRM ist unter 8. Läuft! Alles richtig gemacht. Sollte passen. Alkoholgehalt mindestens bei 3%. Joa, ist 11,11 okay. Alter, die ballern wir mal richtig weg, ey. Viel Spaß, lasst euch schmecken. Oh Mann. So, unbekannt Freund. Ach, guck mal hier, wir kriegen Reputation bei denen. Alles klar. Das war ziemlich cool. Haut rein. Über 10%. Ja, heftige Scheiße. So, haben wir Platz irgendwie hier für meinen goldenen Fuchs, sonst muss ich den hier hinstellen. Das nützt nichts. Ja, Hahn, ist so gut. Ist so gut. Bleib entspannt, meine Lieben. Der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.